Hi Leute, willkommen zu einem neuen Teil in der Trigonologie. Ja, es hat sich ein bisschen was getan zum letzten Mal. Und zwar habe ich an der Beleuchtung was gemacht. Bisher hatte ich eine Gesamtlichtleistung von 307 Watt drauf. Jetzt habe ich insgesamt 407 Watt auf dem Becken. Und die 150 Watt HQI Ocean Light wurde ersetzt durch eine Arcadia 250 Watt, ursprünglich ausgerüstet mit T8 Röhren, die sind umgebaut worden. Da habe ich die Ocean Light geplündert und das Ganze hier eingebaut. Die Arcadia selber hat, kann man jetzt nicht sehen, an der Unterseite zwei Zeitschaltuhren. Das heißt, es geht nur ein einziges Kabel rein. Und ja, das ist schon mal sehr praktisch, ein bisschen mehr Platz. Alles andere an der Beleuchtung hat sich nicht geändert. Und wie man sieht, es ist echt ein richtig geiles Licht. Ja, hat sich auch schon seit Einsetzen bzw. Umstellen des Lichts einiges getan. An den Korallen, respektive hier vorne an meinen SPS. Man sieht ganz genau, da sind Wachstumsspitzen ganz gut zu sehen. Da oben sind Wachstumsspitzen andeutungsweise. Über die Hysterix müssen wir nichts sagen. Und die Milka, ja, die kommt noch, denke ich mal. Die wächst ganz gut, das Polypenbild ist astrein. Aber, na, ein bisschen warten, das kommt noch. Ja, dann habe ich ja einen Clown verloren gehabt. Wer den Thread mit gelesen hat, weiß, was passiert ist, dass der von meiner Rockanne gefressen wurde. Aber wahrscheinlich auch nur aus dem Grund, weil er halt angeschlagen war. Ja, du musst wieder mal ins Bild, ist klar. So, da hinten haben wir gerade eben einen Spinnenfische gesehen. Der ist neu dazugekommen, ist topfit, verträgt sich mit dem anderen hervorragend. Vorteil ist, der neue ist nicht so bissig wie sein Vorgänger. Das heißt also, ich kann jetzt mittlerweile meine Hand wieder ins Becken packen, ohne dass ich angegriffen werde. Zumindest nicht von den Clowns. Im Moment. So, dann wollen wir hier mal kurz. Ja, du bist ein Hübscher. Da mal kurz auf meine Kolonien Tricolor gehen. Das ist die erste Kolonie, Steffen. Da oben sitzt die zweite Kolonie. Links, beziehungsweise zwischen den beiden Steinkorallen, war die dritte Kolonie. Und irgendwo hatte ich, glaube ich, noch eine. Ach, sehen wir vielleicht nachher noch. Ja, die habe ich geplündert da oben, die Kolonie. Da haben wir jetzt einmal da oben auf der Ablegerbank zwei Ablegersteine mit Tricolor, die sich noch am Erholen sind. Und dann haben wir hier unten, das ist für dich, Roland. Das ist dein Ablegerstein. Sind, glaube ich, so 15 oder 20 Polypen. Dann kriegst du ja noch, muss ich mal wieder hier rüber, den Xenienacker hier unten. Frag mich nicht, wie viel das ist. Ich bin froh, wenn ich da los bin. Und dann noch da oben den Ableger von der Lederkoralle. Ja, alles in allem. Ups. Stehen die Korallen relativ gut, auch jetzt nach der Lichtumstellung. Kann da nichts Negatives drum sagen. Und ja, hier und da kränkelt noch ein kleines bisschen was. Was ich zum Beispiel noch nicht im Griff gekriegt habe, sind hier meine, ich sag jetzt mal, neuen Euphilias, die ich reingesetzt habe vor 3 Monaten. Die einen sind ja kaputt gegangen, die hatten sich aufgelöst, warum auch immer. Am Wasser konnte es jedenfalls nicht liegen. Hier der Stamm war einer von Triton. Da haben sich auch zwei Polypen abgelöst. Das ist jetzt der klägliche Rest davon. Die beiden anderen Euphilias, sprich da oben die, das ist mein Überlebenskünstler, der eigentlich schon im Blenny drin war. Und hier in der Mitte meine goldene, stehen hervorragend, sind nicht am Kränkeln.
Eigentlich im Gegenteil, die sind am expandieren. So wie im Prinzip fast alles andere hier im Becken. Dann haben wir ja hier oben die grüne Acropora. Die hat es mittlerweile auch endlich geschafft, dass hier und da die Polypen rauskommen. Im Moment nicht, weil ich hatte eben mal große Sauermachaktionen hier im Becken gestartet. Die sind noch ein kleines bisschen beleidigt. So, dann haben wir da hinten die Kaulastreas von mir. Die rechten, also pauschal sind die da auch am Wachsen wie Sau. Eigentlich hatte ich ganz rechts nur einen Kopf gehabt. Der hat sich jetzt innerhalb von 1,5 Monaten, haben sich da 2 draus gebildet. Der nächste Kopf links daneben ist sich jetzt auch schon am Teilen. Und die sind jeden Tag, sind die weit, weit offen. So, dann kommen wir mal zu meiner Killerin hier unten, der Rockanemone. Seit heute gehe ich dazu über, die Anemonen zu füttern mit unbehandeltem Garnelenfleisch. Hat sie dankend angenommen. Ich hoffe, sie frisst jetzt demnächst nicht noch weitere Fische irgendwie. Dann haben wir ja die Zoas hier bei mir. Einmal hier vorne die Lila, die schon mal sehr hervorragend stehen. Und da oben, ja, die sind immer noch ein bisschen beleidigt von der Putzaktion, stehen die behandelten Zoas, Mane, ja, Wasserstoffperoxid, maximal 15 Sekunden, wieder raus. Und wie man sieht, zumindest hinten die linken, die sind im Moment schön weit offen. Die rechten, die grünen, die machen dann gleich auch wieder auf. Da war garantiert eben ein Einsiedler oder sowas drauf. Da mache ich mir keine Gedanken. Ja, alles in allem, was man noch sagen könnte, ist, dass meine Scheiben da hinten hinter den Tricolor sieht man blaue Scheibenanemonen. Jetzt nach einer gewissen Zeit haben sie sich endlich dazu entschlossen, sich zu vermehren. Es waren ursprünglich 2, mittlerweile sind es, glaube ich, nach Gesamtteilung 10 Stück und sie vermehren sich weiter. Genauso wie meine, kann man schlecht sehen, rechts neben der Ehrenbergi. Da ist eine rote Scheibe, unter dem Tricolor ist eine rote Scheibe und hinter der grünen Kaktus befindet sich die Scheibe, die ich ungewollterweise zerrissen habe. Sie wurde in der Mitte geteilt. Ja, jetzt habe ich 2 davon, weil sie hat überstanden, ist alles wieder verwachsen. Scheibenteilung mal anders. Wasserwerte sind soweit okay. Mein Magnesium und Kalzium ist ein wenig hoch. Ich bin aber gerade dabei, das Ganze anzupassen, indem ich von den Mittelchen weniger dosiere und anschließend das, was fehlt, von Hand nachdosiere. Das, was fehlt, wird wahrscheinlich Kalzium sein, habe ich da in flüssiger Form von Triton. Und KH werde ich mit entsprechendem Salz anheben. Ja, wie man sieht, es steht alles gut. Und ich werde nicht meinen Standardspruch hier sagen. Ich finde es gut, so wie es ist. Es kann so weitergehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper.